Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 8. Juni. Heute haben wir dabei EA, Steam, Pokémon Go, AVM, Apple Card und NBA 2K. Ja, beginnen tun wir mit zwei Veranstaltungsverschiebungen. Und zwar aufgrund der Demonstrationen und Ausschreitungen in Amerika sind ja schon diverse Events verschoben worden. Und jetzt hat auch Electronic Arts das jährliche EA Play Event verschoben, und zwar auf den 18. Juni. Und auch Steam hat das Steam Game Festival, die Summer Edition, um eine Woche verschoben. Es war ursprünglich vom 9. bis zum 14. Juni und findet jetzt vom 16. auf den 22. statt. Also alles eher so kurzfristige Sachen. Warten wir mal ab, wie sich das so alles entwickelt. Was sich konstant weiterentwickelt, das ist Pokémon Go. Und da gab es übers Wochenende ein Update. Und jetzt gibt es zwei große Neuigkeiten für iOS. Denn man kann sich jetzt auf dem iPhone bei Pokémon Go auch mit seiner Apple-ID anmelden. Zusätzlich gibt es jetzt die Möglichkeit, dass dort auch 3D-Karten zusammen mit der Community erstellt werden, indem man die liebsten Pokéstops und Arenen drumherum fotografiert und dementsprechend einreicht. Ähnliches gab es ja auch schon bei Android, also in der Android-App von Pokémon Go. Da gab es das Reality-Blending und also wenn ihr Spaß daran habt, guckt es euch an und macht mit. Wenn nicht, dann nicht. Nächstes Thema, AVM. Die haben jetzt wieder eine neue Laborversion ihrer Software für die populäre und bekannte Fritzbox rausgebracht. Da geht es nämlich jetzt auf die Version 7.2 zu. Und die Laborversion, die heißen so, das sind praktisch Beta-Versionen. Die bekommt ihr automatisch, wenn ihr schon mal eine installiert hattet. Ansonsten könnt ihr die separat runterladen. Und es gibt diverse Änderungen und Verbesserungen und eine lange Liste. Die könnt ihr euch in dem verlinkten Blogartikel vom Stadt Bremerhaven, Kashis Blog, durchlesen. Und denkt immer dran, es ist keine finale Version, also auf eigenes Risiko, aber die AVM-Laborversionen sind schon immer recht stabil. Da mache ich mir persönlich wenig Sorgen, aber man muss trotz allem vorsichtig sein. Nächstes Thema, Apple Card. Die Apple Card, die Kreditkarte von Apple, die haben wir immer noch nicht in Deutschland und auch nicht in Aussicht, würde ich mal sagen. Aber in Amerika tut sich da viel, da ist sie sehr populär. Und jetzt kam raus, dass Apple wohl daran arbeitet, dass man durch die Apple Card Hardware in Ratenzahlungen kaufen kann. Also nicht nur ein iPhone, sondern auch andere Apple Hardware, sprich ein iPad, Zubehör, Macs, also sogar ein iMac Pro zum Beispiel, iMacs logischerweise, MacBooks, AirPods, Apple TV. Ich muss euch die Hardwareliste jetzt nicht runterrasseln. Und dann soll es da wohl Möglichkeiten, das in 6 bis 12 Monatsschritten dann abzubezahlen, automatisiert. Und irgendwie ist das ja der nächste Schritt zu, in Anführungsstrichen, einer eigenen kleinen Bank, die Apple da betreibt. Ist auf jeden Fall spannend. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn die Apple Card dann vielleicht doch auch mal hier zu uns rüberkommt. Und letzte Thema für heute, da haben wir nochmal das Thema Corona indirekt, denn viele Sportligen sind ja pausiert. Unsere deutsche Fußball-Bundesliga hat ja wieder gestartet mit Geisterspielen, funktioniert anscheinend auch ganz erfolgreich. Und auch die amerikanische Basketball-Profiliga NBA hat jetzt einen Plan, wie die Saison zu Ende gespielt wird, und zwar mit einem Turnier, das dann in Disney World in Florida, in Orlando, um genau zu sein, dann ausgespielt wird. Da kommen die Mannschaften hin und es wird natürlich dort auch keine Zuschauer geben. Und jetzt wurde bekannt, dass die eventuell für die Stimmung die Sounds von dem Computerspiel NBA 2K verwenden möchten. Sprich, die Zuschauer sind dann virtuell, so gesehen, nur als Sound vorhanden. Aus einem Computerspiel, klingt erstmal ein bisschen wild, finde ich aber ganz interessant und ist auch nicht das erste Mal, denn auch Sky Sport plant FIFA 20 Sounds bei Fußballspielen zu verwenden. Schauen wir mal, vielleicht ist das auch ein bisschen spooky oder schräg, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das dann auswirkt.
Ja, das war's dann auch schon für heute. Kommt gut in die neue Woche und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.